Hallo und herzlich willkommen zurück hier vom schönen Wetterplaneten, der just ein schönen Wetterplanet wurde. Wir gehen bei Sturm in das Haus rein und wir kommen bei, ich hätte jetzt gesagt, Sonnenschein wieder raus. So stimmt das natürlich nicht. Mitten in der Nacht ist es gut. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen, fällt mir da ein. Da hinten ist noch Kram. Noch ein Energiekanister. Jetzt habe ich hier zwei Energiekanister. Also auch im Schiff wird es langsam voll. Der Vykendolch. Können wir den auch ins Schiff tun? Dann ist das Schiff aber jetzt endgültig voll. Ja. Wir sind ja dabei, oder was ich gern tun würde, bevor wir wirklich in die Pause gehen. Was heißt wirklich in die Pause gehen? Nils, du hast doch gesagt, du machst jetzt auch eine Pause. Ja, aber habe ich ja gestern schon erzählt, dass ich das jetzt doch so kurzfristig geschafft habe, weil sich's eben ergeben hat. Und weil ich doch durchaus irgendwie auch noch das Gefühl habe, oder hatte, ich habe mich noch nicht wirklich verabschiedet. Oh. Und das wollte ich ja so nicht. Ich wollte ja dann schon sagen, so, das ist jetzt eine Pause definiert. Letztes Mal war das so wischiwaschi. So, es könnte sein, dass wir uns nicht sehen. Dann macht euch keine Sorgen, dann ist alles gut. Ich hatte nur anderes zu tun. Habe ich jetzt 4 Energiekanister? Oder? Das wollte ich eigentlich so nicht machen. Das wollte ich. Ich wollte schon vernünftig Tschüss sagen, wenn ich schon Tschüss sage. Die Startschubdüse, da ist Plutonium, da ist Plutonium. Und da gibt es ja so ein paar Tasks. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen ich heute Abend aufnehmen werde. Das heißt, ich weiß nicht. So ein kleiner Traum wäre es ja immer doch. Komm, wir schaffen die 300 noch und machen dann die Pause. Das halte ich allerdings ehrlich gesagt jetzt im Moment für nicht realistisch. Das wäre natürlich wirklich schön, keine Frage. Vykendolch und Schildsplitter? Okay, den Vykendolch kann ich rüber, aber den. Das Schildding? Komm hier. Ist es auch weg. Das ist bestimmt wieder so Elektronendampf. Mist. Also Mist insofern, als dass da habe ich jetzt gerade nichts zum Stacken. Aber wir haben einen. Ein Haus und ein Terminal. Ich mache erstmal das hier, weil das vergesse ich sonst wieder. Es gibt eine Welt in der großen Leere, auf der alles aus Masern und Glas gemacht ist. Das kenne ich aber schon, entschuldigt bitte. Und dann wollen wir uns damit natürlich jetzt nicht aufhalten, dass ich Dinge, die ich schon dreimal vorgelesen habe. Ich finde Nanithaufen, aber richtig viele Nanithaufen. Schildplatte, Schildsplitter, meine Güte. Schick. Und noch mehr Nanithaufen. So haben wir sogar wieder ein bisschen Plutonium. Das war doch ganz gut eigentlich. Ich nehme diese Dinger ja. Eigentlich mache ich die nicht auf, weil mir das irgendwie. Es ist mir zu viel Aufwand, mich zu bücken. Klingt blöd, ist aber so. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich nicht, aber ich glaube, es lohnt sich doch. Irgendwas kann man da. Hopp.
Hab keine Angst. Ich will dich nur scannen. Ich brauche dich für meinen Gag. Oh fuck, ich glaube, ich habe gar nicht gespeichert. Na gut. Habe ich halt nicht gespeichert. Da hinten ist der nächste Punkt. Die Grafikfehler hier häufen sich aber gerade sehr. Im Zweifelsfall kenne ich dich. Da, dich hatten wir noch nicht, das ist cool. Aber auch ein Räuber. Das war zwar kein besonders schneller Räuber, aber ich schütze meine Herde, Kumpel. Okay, wir haben Energiekanister. Was haben wir denn noch? Was macht uns denn schon wieder alles voll? Die Schildplatte, die kann rüber. Jetzt sind wir hier aber... Okay, da haben wir drei. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Antrium, das kann eigentlich alles weg. Eisen kann nicht weg. Eisen sollte ich mich mal massiv mit... auseinandersetzen. Detritum, okay. Aber Eisen sollte ich mal machen, dass ich da oben im All irgendwann nicht ohne Treibstoff dastehe. Und dann ewig und zwei Tage da rumlaufen muss. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Wo ist eigentlich mein Schiff? Da oben ist eins. Wow. Fast nicht zu übersehen. So fehlen noch. Das Gefühl, ich hätte schon vier. Sehr ernüchterndes Gefühl, dann zu merken. Ach nee, doch nicht. Ich habe ja auch wieder grandios geparkt. Muss man hier mal so sagen. Da hinten ist der nächste. Wieso scanne ich eigentlich? Das ist völlig unabhängig vom Scannen. Das wäre ein schöner Planet. Das wäre ein wirklich schöner Planet. Um diese Anzüge hier aufzuleveln. Ich mag das, glaube ich, wenn ich von hier oben das Zeug abbaue. Das gibt mir so ein erhabenes Gefühl. Und Vögel gibt es hier keine, oder? Noch keine gesehen. So, jetzt muss ich tatsächlich erstmal schauen. Dann haben wir das schon mal weg. Da kann ich jetzt ein bisschen Emerald bauen. Das mache ich mal von hier. Da muss ich mich nicht bewegen. Ich muss da natürlich sowieso nachher hingehen. All das, was im Schatten hier liegt, hinter dieser Kante, noch mitzunehmen. Ja, komm, gehen wir jetzt hin.
Entweder das ist nicht viel oder... Weil hier kommt jetzt schon kaum noch was rum, aber wieso das geht? Ach doch noch. Dieses ist hoffentlich nicht so klein. Ich glaube, wir sollten mal kurz noch ein bisschen Kohlenstoff abbauen. Da kommt ja nichts rum. In den Pflanzen ist ja fast nichts drin. Wie soll ich denn so... Naja. Naja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es könnte auch Emerald sein. Nein. Ja, darauf habe ich gewartet. Stimmt. Erstmal machen wir das hier voll. Den Hyperantrieb. Nee, da haben wir noch genug. Den Bergbaustrahl, da nehme ich. Okay, nicht schlecht. Und dann nehme ich hier noch ein bisschen Kohlenstoff. Da kann man nämlich die Energiekiste auch verwerten. Das ist ja cool. Also keine besonders hohe Energiedichte, wenn ich davon 3 brauche, um einen Bergbaustreu wieder aufzuladen, aber besser als sie wegzuwerfen. Wenn man den Luxus hat und den Platz nicht sofort braucht. Und den Luxus hatte ich ja durchaus eben. Ja, was werde ich mit der Zeit machen? Was werde ich mit der Zeit machen, die ich nicht mehr hier in das Let's Play stecke, wenn ich mich entscheide, eine Pause zu machen? Und es wird demnächst soweit sein. So viel sei schon mal gesagt. Und ich bezweifle, dass wir 200 Folgen erreichen werden, ehrlich gesagt. Auch wenn ich es schön fände. Ich muss sehen, ob das realistisch ist. Im Moment sieht es nicht realistisch aus. Was werde ich dann machen? Ich werde das mit dem Let's Play ein bisschen herunterfahren. Da habe ich Gragra. Okay, hier habe ich sogar ein bisschen Eisen. Das heißt, ich kann das Eisen sogar hier rübernehmen. Das ist gut. Weil das brauche ich ja sowieso im Schiff. Dann habe ich doch hier wieder Platz. Ich werde das mit den Let's Plays hin herunterfahren, weil mir jetzt nach langem Überlegen immer noch kein Spiel eingefallen ist, von dem ich sage, ja, das kann ich mir in Form eines Let's Plays total gut vorstellen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich brauche die Zeit, um mich um das zweite Kind zu kümmern. Denn ein Kind kann mir Steffi immer noch abnehmen. Wenn ich mal sage, hört mal, heute Abend würde ich gern aufnehmen, dann ja, kein Problem, nehme ich. Kann ich mich mit vielen beschäftigen. Das Problem ist, wenn du 2 Kinder hast, 2 in Schach zu halten, ist vielleicht noch nicht am Anfang, aber doch auch, weil am Anfang brauchen sie einfach eine andere Art der Zuneigung und Beschäftigung. Und da bin ich es dann, der Fine davon abhängen muss. Der Fine davon abhalten muss, wenn gestillt wird, sich an die Mutter zu hängen und das Baby wegzureißen und das Baby zu nerven. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da einfach den Großteil der freien Zeit, die ich erlange dadurch, dass ich das hier, ich nenne es mal,
ich nenne es mal, pausiere. Wobei das, ui, das war keine so gute Idee. Wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass die Pause... Nee, das stimmt auch nicht. Es könnte ja durchaus sein, dass... Wir haben auch Emre, was willst du denn? Um eine Höhle zu bauen, habe ich jetzt hier natürlich. Tatsächlich. Ich kann mir eine Höhle bauen. Großartig. Wieso? Was denn? Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe doch noch Emerald. Da habe ich doch noch Platz. Ich könnte mir vorstellen... Nein, ich kann mir schon vorstellen, hier das Spiel dann auch nochmal weiterzumachen. Da wird es ein nächstes Update geben. Ich würde jetzt nur... mich erstmal von dem Zwang befreien zu sagen, ich muss jetzt aufnehmen. Und das kann ich ganz gut, indem ich jetzt sage, ich mache eine Pause. Ich werde sehr wahrscheinlich zwischendurch nicht spielen. Das ist relativ sicher, dass ich das nicht tun werde. Das mache ich nämlich. Das kann ich mir nicht vorstellen bei mir. Dazu kenne ich mich zu gut, wenn ich ehrlich bin. Und deshalb will ich da auch gar nichts versprechen, dass es unregelmäßige Folgen gibt. Ich habe ja auch noch diese Let's Play Togethers mit den beiden Jens und der Stefanie ab und zu. Also nicht meiner Steffi, sondern einer anderen Stefanie. Und da wird es ein bisschen weitergehen. Wir schauen gerade, was es für Spiele geben könnte, die wir mal anspielen dort. Aber auch dazu kann ich im Moment nicht viel mehr sagen, weil das ist alles noch unsicher. Aber der Punkt ist ja... Ah, da habe ich hier noch irgendwo Emerald angefangen. Da, 71. Was auch immer ich da abbaue. Eisen, ah ja. Das ist ein ganz schön großes Emerald-Vorkommen hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt war. So, hinaus in den Sturm. Da hinten war doch noch was. Das wusste ich doch. Aber bevor wir jetzt hier noch... Wir haben so viel Emerald wieder. Das ist ja durchaus schon faszinierend, was wir hier so an Emerald weghauen. Ich muss mal ganz kurz wieder auf mein Handy schauen. Und ich habe das irgendwie tatsächlich im Urin und es ist schon wieder ziemlich genau 20 Minuten vergangen. Noch nicht ganz. Aber dann habe ich das im Multitasking. Sind dann meine Reaktionszeiten nicht mehr ganz real-time so. Was werfen wir denn jetzt weg? Elektronendampf brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Oh, das Eisen können wir doch wegmachen hier. Also für 5 bleibe ich nicht stehen. Den Schildsplitter hier, nee, brauchen wir nicht. Schildplatten haben wir noch 3. Da haben wir da auch einen Schildsplitter weniger. Und haben wieder... ein bisschen Platz für Emerald und mit diesem
Mit dieser Zukunftsaussicht, wir haben noch Platz für einen Stack Emerald, verabschiede ich mich bis morgen. Und ihr werdet ja dann morgen sehen, was wir weitermachen. Ich hoffe, wir finden eine Handelsstation. Ich muss den Kram loswerden. Wäre schön, würde ich mich freuen. Schauen wir mal. Bis dahin also alles Gute und morgen sehen wir uns sicher nochmal wieder. Bis dahin also, ciao.